Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde South Park's The Fractured Butthole. So, ich gehe jetzt gerade nochmal zu Freeman's Tacos, weil ich da von einem Kumpel was gesagt bekommen habe. Und das möchte ich jetzt mal gerne gucken. Okay. Irgendwie klappt das. Oh. Nee, Moment. Erst einmal hier. Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Ah, sehr schön. Ein Selfie kriegen wir schon mal. Als ein Selfie mit Mark Freeman. Danke. Ui. Triple Sanchez. Und... Schade, irgendwie klappt das nicht. Hätte ich... Ne. Schade, gibt nicht. Okay, ein Kumpel hat mir gesagt, dass man morgen Freeman herausfordern kann zum Kampf, aber... Vielleicht kommt das... Ja, noch. Alter. Die Yaois müssen wir auch mal ableifen, ne? So, ansonsten würde ich sagen, machen wir nochmal mit der... Oder was haben wir noch so an... Quests offen? Wir haben Stärke 140. Alle Raiden Super Title auf dem Charakterbogen. Müssen das immer noch machen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also wo? Ja, ansonsten würde ich echt sagen, machen wir echt nochmal mit der Hauptstory weiter. Ja, das machen wir nebenbei. Ja. Dann geht's jetzt weiter mit der Hauptstory erstmal. Und dann, wo haben wir hier Inventar? Missionsgegenstände, wo deine goldene Reissäcke siehst. Okay, da muss ich jetzt mal drauf achten. Halt, das hier war der Zeitfurz Kraft überspringen. Das ist unser Gin Tonic, der Enchirito und diese Drogenfläschchen. Kevin's Puppe, ja, alles klar. Dann achten wir jetzt mal auf diese goldenen Reissäcken. Ja, ja. Nee. So. Dann gucken wir mal, dass wir zu ihmchen. Warte mal. Das ist dumm. Ich kann einfach hier rüber. Kann ich eigentlich noch? Tatsache. Ich kann einfach hier rüber gehen und bin dann quasi schon da. Sarah, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Keine Ahnung. Ob das jetzt wichtige Charaktere sind, ich kenne sie gerade nicht. So, wir sollen auf jeden Fall zu Jimmy gehen. Ich glaube, Jimmy war hier, oder? Nee, das waren die Goff Kids. Das ist Craig. Können wir eigentlich mal was für die Aois, die wir gesammelt haben? In letzter Zeit mit Craig gesprochen. Er braucht momentan Beistand. Okay. Bin ich jetzt echt schon an... Oh, das war das erste Haus. Super. Alles klar. Wir gehen weiter. Oh. Hier können wir doch... Wie geht das jetzt mal mit den Kräften? Verdammt.
Ja. Scheiße, wie ging das jetzt nochmal? Gab's hier nicht immer so Hilfe? Erkunden? Verbündetenkraft? Nein. Diabeteszahn. Okay. Achso, jetzt geht das. Umwerfen. Los, Captain Diabetes. Ach stimmt, wir müssen ja jetzt anfurzen. Alter. Danke. Und wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, da drüben ist eine Truhe, das sehe ich jetzt erst. Sturmanzug und Sturmhandschuhe. Komm, wir können eigentlich mal gucken, dass wir ein bisschen ein anderes Kostüm anlegen. Die ist so fast wie man mit. ja, hoppala! Was haben wir noch so? Wunderarschanzug. Hitzebeladenschuhe, Superstreamer, Sturmhandschuhe, Wunderarschhandschuhe. Nee, bei der Maske bleiben wir schon. Ja gut, das benutzen wir jetzt wenig. Das auch. Ja gut. Laufen wir jetzt halt so rum. Wunderarsch hat sein neues Outfit bekommen. Er verschwert sich immer weiter. Seine neue Kleidung gibt ihm hervorragende Kräfte, die ihn... Aktion abgeschlossen, Cosplay neugierig. Ah ja, oder so ähnlich. Hi Nutte. Okay. Okay. Also gut, sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was, was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Simulator. Mach ich. Hohe Schmerzgrenze, Mutantenstärke, menschliche Treffgenauigkeit. Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Kampf-Effektivität aus. Okay. Etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen. Mutantenstärke. Das wäre, glaube ich, das Beste für uns. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt keine Scheiße. Alles klar, hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Alles klar, was ist das denn eigentlich? Okay. Nein, das wollte ich nicht. Betritt den DNS-Fiburator. Und hier. Können wir denn schon ein Selfie machen? Nee. Du weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen. Hey du, hier spricht Humankind. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Machen wir das doch mal. Triff Humankind in Kites Haus. Welches Haus war das?
Ganz durch, okay. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Noch nicht. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler! Ja, ja. Hier. Ich finde es auch so geil, dass wir jetzt herausgefunden haben, dass Randy das Auto zerstört hat. Das ist doch Cartmans Haus. Mann. Weiß er, denke ich, ganz am Ende? Arschkarte. Hey, das Auto ist weg. Hier aber. Gut, dass du da bist. Hier drüben. Alter, wir sehen so fettig aus. Wo ist er, Humankind? Hallo. Okay, Humankind. Oh Gott. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das miese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Immer doch. Alter! Okay, einfach schon mal vorgehen. Warte mal, damit können wir den schon mal treffen. Bams! Okay. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Gut, wir brechen jetzt mal einfach nur ab. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Was für eine Scheiße. Ja, gut. Okay, ich werde das Verrückte versuchen. Haltet euch fest. Ja! Ich dachte, ich verfehl dich. Zeig ihm, was du drauf hast. Weiter Schaden. Alter. Und weiter auf die Fresse. Keine Sorge. Keine Sorge, Freundchen. Hier kommt die Heilung. Mit? Möge die Kraft des Windes bei den Drachen schädigen. Ah, er hat sich losgerissen. Wett? Und einmal Drachen hängt in den Baum, Cousin Kyle. Dann gib auf. Keine Sorge, Superkumpel Cousin. Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe. Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich. Oh Gott. Was? Besiegt die Broflowskis? Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gottchen. Das hätte ich vielleicht dodgen sollen. Alter, wir sollen jetzt ernsthaft Kyles Mutter vermöbeln? What the fuck? Schlag sie für den Kuhn vor uns Kiste. Zack. Hey, hör sofort auf. Alter. Passt gut auf, jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen. Kann
Sack. Alter, what the fuck? Hey! Also los! Zack! Alter! Alter, wie oft greift die an? Okay. Ultimativkraft. Cool. Alter. Den kann ich jetzt nochmal auf die Fresse hauen. Zack. Alter, what the fuck, wir haben Kals Mom besiegt. Dreidel der Rache, maximales Jersey. Alter. Oh Gott. Ja, war schon gerade. Ne, wir bekommen. Ah, wir bekommen eine neue Fähigkeit. Oh, hey, klasse Idee. Können wir jetzt mit Human Kite fliegen, oder was? Ach, Steuerung. Alter. Jetzt, ich krieg Vietnam-Flashbacks. Alter. Ich nenne es Furzkuhl. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuhl schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Oh doch. Verbündetenkraft freigeschaltet. Furzkuhl. Kurzer Funfact: Auf der Gamescom letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, diese Nozzleus Rift zu testen. Und genau dieser Furzkuhl wurde da vorgestellt. Die schreibe ich gerade so ein bisschen. Vietnam Flashbacks. Gut, bringen wir noch den scheiß Drachen zu. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Kugel. Oh, ouch, ouch. Oh, der super aggressive Superheld. Okay,
Alter. Kyle Schwarz. Wir haben dich ja neu vermöbelt, ne? Mrs. Ruflowski. Okay, jetzt lass mich die Wunde weiter behandeln. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.